Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Tutorial soll es darum gehen, wie ihr euch bei Watzim anmeldet und was Watzim überhaupt ist und wie ihr diesen Pilot-Client auch benutzt und alles Mögliche. Weiteres dazu gibt's im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir kümmern uns heute um das Network Watzim. Watzim ist ein virtuelles Netzwerk, in dem ihr funken könnt sozusagen. Also bestimmt kennt ihr es von Piloten, wenn sie funken, während sie zu einer Startbahn rollen oder sowas. Oder ihr kennt bestimmt sicher alle die ATC-Lotsen, die im Tower sitzen. Sowas könnt ihr auf Watzim machen. Insbesondere geht es heute in diesem Tutorial um den Pilot-Client und um die Pilot-Lizenz und alles Mögliche darum. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ihr geht auf die Homepage von Watzim, die werde ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung reinpacken. Das ist watzim.net. Auf der Webseite findet ihr Sachen wie zum Beispiel jetzt Watzim Join, ATC Pilot. Und Events, die kommen, Watzim Events Today, also da seht ihr, was heute alles ist und könnt euch ein bisschen informieren, genau. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr gerne auf Join hier klicken, kommt ihr ein neues Fenster, das sieht ungefähr so bei euch aus. Dann müsst ihr hier einmal auf Register klicken und müsst euch das Ganze hier am besten runterladen. Ihr müsst mindestens 13 Jahre alt sein, um bei Watzim mitzumachen. Es ist aus dem Grund so, glaube ich jetzt mal, also diese Angaben sind ohne Gewähr, dass da schon so ein kleines Wissen besteht sozusagen. Also, dass ihr schon vernünftig seid und euch da schon rein interpretieren könnt. Es ist wie Roleplay, nur halt mit Fliegen sozusagen. Also, genau. Dann tragt ihr hier euren First Name mal ein und euren Last Name. Das ist ganz wichtig, also echte Daten bitte benutzen, keine Daten wie Hans Wurscht oder so, keine Ahnung. Eure E-Mail-Adresse, ein Passwort, das ihr euch merken könnt. Euer Alter, natürlich hier dann über 13. Accountry, das ist in unserem Fall, suche ich schnell raus, Germany. Oder wenn ihr jetzt aus Österreich kommt, Austrian oder Switzerland, glaube ich, heißt es, keine Ahnung. Dann State of Province, bei mir ist es jetzt Bavarian. Dann Passwort, das ihr euch merken könnt, das werdet ihr später brauchen, wenn ihr euren Account wiederherstellen müsst. Oder andere Sachen, zum Beispiel das Passwort zurücksetzen müsst. Dann also Region, dann einmal European, Middle East and Africa und dort einmal eine Division. Da nehmt ihr am besten Europe. So, nachdem ihr das gemacht habt, lest ihr euch vielleicht nochmal Datenschutz durch, ist euch überlassen. Und dann klickt ihr hier drauf und geht auf Register. Im nächsten Schritt kommt dann ungefähr so ein Fenster hier, wo eure CID drin steht. Die müsst ihr euch merken. Ohne die könnt ihr euch gar nicht mehr anmelden und dann geht nichts mehr. Im gleichen Moment solltet ihr auch eine E-Mail bekommen haben. In der steht dann euer Passwort. Also alle Passwörter, die ihr hier habt und die ihr auch per E-Mail bekommen habt, immer abspeichern. Das ist das Allerwichtigste. So, nachdem wir das gemacht haben, werdet ihr zu diesem Fenster hier kommen. Da steht dann Login. Dann klickt ihr einmal auf Login. Dann Enter CID. Und ich trage mal schnell mein Passwort ein. Genau, und dann tragt ihr hier euer Passwort ein und geht auf Login. Und seid auf der Homepage sozusagen. Genau, hier seht ihr nochmal Sachen, also Events nochmal. Nochmal Announcements. Und Note, keine Ahnung. Und euer Pilot Rating und euer Control Rating. Genau. Dann könnt ihr euch hier einmal durchklicken. Hier seht ihr alles über Member, wo gerade Sachen, also wo gerade Leute online sind. Hier seht ihr Preferences, also wenn ihr zum Beispiel in einer virtuellen Airline seid, könnt ihr auch hier alles finden.
Flight Planning, Pfeiler Flight Plan, dazu kommen wir vielleicht im nächsten Video oder in den nächsten Tutorials auch mal. Da werde ich euch erklären, wie ihr einen Flugplan fällt. Wetz im API, da wird nochmal angezeigt, wo gerade Flüge sind zum Beispiel. Zum Beispiel in Frankfurt sind gerade 34 Flüge. Und heißt, in dem Falle wären da auch ATCs online. So, dann kommen wir einmal, da sind nochmal die ganzen Datenschutzsachen. Und das könnt ihr euch gerne durchlesen. Resources, Pilot Clients und so, da kommen wir gleich zu. Controller Clients, die werdet ihr für das erste nicht brauchen. Solltet ihr nochmal ein Tutorial haben wollen, wie ihr Controller bei Wetzem werdet, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch wenn ihr Fragen habt, gerne damit ab in die Kommentare. Virtual Airlines, ihr könnt hier eine Partnerliste sehen von Virtual Airlines, die mit Wetzem zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch viele andere, da könnt ihr euch auch mal erkundigen. Und ja, genau. Dann haben wir das und dann würde ich... Membership ist nochmal alles, Forum und Reset-Passwort. Genau. Jetzt kommen wir zum Pilot-Training. Das ist das Wichtigste, wenn ihr jetzt Pilot werden wollt. Also, bei euch wird hier noch ein Feld frei sein. Da steht dann Begin Learning, glaube ich. Solltet ihr das gemacht... Also, solltet ihr soweit sein, dass ihr bereit seid, dieses Learning zu machen, klickt ihr hier einmal drauf, dann werdet ihr auf eine Seite gelotst und dort bitte wirklich alles durchlesen. Ich empfehle es euch, weil sonst geht es so wie euch so wie mir. Das werdet ihr gleich sehen bei meinen Prüfungen hier, wie viel Versuche ich hatte, aber dann hatte ich mal ein bisschen gelernt und hab's hinbekommen. Also ihr lest euch das Ganze durch, da geht es im insbesondere über Wetzem und Phrasologie. Phrasologie ist dieser ganze Sprechfunk, der eingesetzt wird. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr zur letzten Seite. Da werdet ihr dann zum Learning Center gelotst. Da könnt ihr nochmal alles durchschauen, könnt nochmal ein bisschen durchlernen. Und nach knapp einer halben Stunde sollte dann bei euch so ein Fenster auftauchen oder ihr loggt euch nochmal ein und nochmal aus. Dort steht dann My Exams. Da klickt ihr einmal drauf. Nicht beachten, wie viele Fails ich hatte. Und dann sollte hier unten nichts bei euch stehen, aber hier oben. Solltet ihr dann soweit euch bereit fühlen, dass ihr diesen Test angehen könnt, klickt ihr auf Take It. Und dann habt ihr 15 Minuten Zeit für 10 Fragen. Und davon müssen mindestens 80% sind das beantwortet sein. Genau. Solltet ihr diesen bestanden haben, könnt ihr loslegen. Heißt, wir können in den nächsten Schritt übergehen. Das wäre dann einmal den Pilot Client runterladen. Hier könnt ihr auch nochmal auf der Homepage, also ihr könnt dann auf die Homepage gehen. Unter Pilot und dann Pilot Clients. Hier steht dann alle Sachen, die ihr braucht. Wir werden uns heute um vPilot kümmern. Heißt Microsoft Flight Simulator. Und ich kann gerne nochmal ein separates X-Plane-Video machen. Und ja, genau. Also wir kümmern uns heute um vPilot Client. Das ist so diese Software. Damit könnt ihr euch verbinden, wenn ihr in-game seid. Und könnt dann funken. Wir gehen jetzt heißt einmal auf vPilot, kommt ihr hier auf die Seite, da seht ihr dann alle Sachen wie zum Beispiel Home, Downloads, Feature, Documentation und Forum. Was uns heute aber interessiert ist Download, heißt ihr klickt einmal auf Download, downloadet euch die Stable. Bei manchen von euch wird es wahrscheinlich sein, dass er dann sagt, dass ihr euch noch einmal, dass es ein Virus sei oder irgendwas. Ich habe es eh schon gedownloadet, viele Freunde von mir haben es gedownloadet und um die mehrere tausend Leute, also da ist nichts. Wir haben es auch nochmal mit einem Virenprogramm drüber laufen lassen, also ihr könnt euch da sicher sein, keine Angst haben. Und ja, dann ladet ihr euch das runter und passt bitte auch auf, dass ihr dieses Kästchen, den Haken reinsetzt, wo drin steht, Desktop-Icon. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst findet ihr das Gefühl nie wieder.
So, nach dem Downloaden werdet ihr diese Fenster hier bekommen. Bei mir lädt er jetzt gerade noch, der checkt gerade noch die Modelle. Das kann immer eine bestimmte Zeit lang dauern, aber danach wird es alles funktionieren. Je nachdem, ob ihr schon Sachen hinzugefügt habt oder nicht. Genau. So, nachdem ihr dann, nachdem der alle Models und was weiß ich geladen hat oder so, werdet ihr alles sehen, wie gerade. Also auf der linken Seite, ich erkläre euch das Ganze jetzt mal, auf der linken Seite habt ihr die Controllers. Das sind jetzt halt einmal Observer, das hat euch fürs Erste nicht zu interessieren. Das ist einfach nur Observer halt. Dann Artis ist die Wetterinformation, die wird an jedem Flughafen, wenn ein Tower Lotse online ist oder ein Ground Lotse online ist, da sein. Heißt, ihr verbindet euch im Game damit und hört dann die Tower, also die Artis. Clearance Delivery ist dafür da, dass wenn ihr bereit seid, also soweit alles schon mal gemacht habt und bereit seid, die Triebwerke anzulassen, dann funkt ihr zu Clearance oder halt, wie auch gesagt, Delivery, so dieser Begriff, den wir immer sagen. Ground kümmert sich dann um die eine Hälfte des Pushbacks und des Taxis. Da fordert ihr halt das Pushback an, dass ihr auf den Taxiway gepushbackt werden wollt. Und der Taxi zum der Stadt. Der Tower wird dann sich um euch kümmern. Der fertigt halt in München zum Beispiel jetzt als Beispiel die Startbahn ab. Halt alles, was so im Kreis der Startbahn ist, fertigt er ab. Und wenn du gestartet bist, wirst du dann auch weitergeleitet vom Tower dann auf Approach und Departure. Dort musst du dich hin verbinden und musst dann halt sagen, auf welcher Höhe du dich gerade befindest und wie hoch du noch steigen möchtest. Also was gerade dein Kurs ist, und die sagen dir dann, ja, du kannst dann jetzt auf deine Reisegeschwindigkeit gehen und bla bla bla. Es kommt dann alles noch in dem Phrasologie-Video und da könnt ihr euch drauf freuen. Dann haben wir noch den Center, das ist dann ganz oben, das ist bei, in Deutschland ist es München Raider, Langen Raider und Bremen Raider. Das sind die drei Center-Fraktionen, sage ich jetzt ab mal. Die kümmern sich darum, dass ihr auf der richtigen Höhe seid und dass ihr mit niemandem zusammenfliegt und auf Kurs bleibt. Genau. Dann haben wir hier einmal das Message-Fenster. Dort könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit einem Tower hier verbunden seid und nicht funken wollt, könnt ihr hier zum Beispiel reinschreiben, Lufthansa, Zero Niner, das ist unser Callsign, den wir gerne verwenden. Könnt ihr halt reinschreiben, wo ihr zum Beispiel seid. Stand on November Tree zum Beispiel. Und dann antwortet er euch über Funk oder auch über Text. Text ist immer das meiste. Und dort müsst ihr das halt dann nur noch readbacken. Und das war's dann auch schon damit. Dann haben wir noch Notes, da könnt ihr selber irgendwelche Sachen reinschreiben, um sie euch zu merken. Zum Beispiel, wenn ihr eine Clearance bekommt, könnt ihr die hier reinschreiben, die wichtigsten Daten und so. Wenn ein Tower online ist und ihr gerne mit dem schreiben würdet, privat noch, dann könnt ihr einmal rechtsklick auf diesen Tower-Lotsen gehen und dann Open Private Talk und dann öffnet sich ein Fenster. Dort könnt ihr mit dem schreiben. Das sieht kein anderer außer du und der Lotse. Genau. Dann kümmern wir uns hier einmal zu. Da haben wir einmal Connect. Da könnt ihr alles eintragen. Zum Beispiel euer Callsign. DLH besteht jetzt für Lufthansa. Deutsche Lufthansa. Und 09 ist unser Callsign. Heißt Zero Niner. Das wird alles anders ausgesprochen. Aber dazu, wie gesagt, auch wieder mehr in Tutorial von Phrasologie. Dann einmal euer Flugzeug-Type-Code. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Airbus A320 fliegt, gebt ihr hier einfach ein A320. Das können wir auch nochmal machen. A320. Und dann könnt ihr hier auf Airbus A320 fliegen. Special Cell Call ist eigentlich nur dazu da, zum Beispiel für noch ein H für Heavy. Oder sowas halt.
Dann connect in Observer Mode. Da könnt ihr euch reinconnecten. Heißt, wenn ihr Shared Cockpit fliegt, steht hier auch nochmal, könnt ihr euch damit verbinden. Der Pilot, der fürs Flugzeug zuständig ist und alles, der connectet sich ohne Observer, und euer Freund, der dann im Shared Cockpit ist, connectet sich als Observer, weil wenn das nicht so ist, werdet ihr als zwei Clients angezeigt und ihr seid dann auf der gleichen Position, und das kann sehr gerne mal schnell zu Verwirrung führen. Deswegen connect als Observer Mode ist sowas wie, ihr werdet nicht angezeigt, Punkt, trotzdem aber in den seinem Namen. Genau, dann könnt ihr auf Connect klicken, wenn es dann soweit ist, aber dazu kommen wir später noch. Genau, Mode C kann ich jetzt nicht, ist dann im Flugzeug, das ist unten dann im Falle von dem Squawk. Genau. Ident ist, da schickt ihr, glaube ich, soweit ich weiß, eine Nachricht an den Tower, dass ihr was haben wollt oder anders. Flyplan, wie gesagt, da kommen wir später nochmal zu. Oder halt in einem anderen Tutorial. Dann kommen wir zum wichtigsten, die Settings. Hier werdet ihr alles sehen von euch. Also bei euch ist nichts ausgefüllt. Das müsst ihr jetzt einmal machen. Heißt, die WetSim-CID tragt ihr von euch einmal hier ein. Dann einmal das Passwort, womit ihr euch auch anmeldet, tragt ihr hier ein. Euer Fullname, ich habe jetzt nur Tobias drin stehen, weil ich ja nicht meinen Nachnamen leaken will oder andere Sachen. Deswegen EDDM, euer Home Airport sozusagen, kann zum Beispiel auch EDDK, EDDH, EDDB, solche Sachen. Germany ist eigentlich der Server, den der Süden verwendet, soweit ich weiß. Aber sobald du oben in den nördlichen Regionen wohnst und dein Home Airport nicht im Süden liegt, kannst du auf Germany 2 gehen. Aber ich würde euch empfehlen, immer auf Germany 1 zu bleiben, das sind die besten Fälle. Genau, Notifications erklärt sich von selber. Fonts, da könnt ihr auch selber nochmal Fonts hinzufügen, falls ihr größere haben wollt, zum Beispiel hier auf 12 gehen wollt. Dann ist halt hier alles größer und dann könnt ihr das auch besser lesen. Audio, ganz wichtig. Wir werden das jetzt auch gemeinsam einstellen und ich werde euch auch hierzu nochmal was erzählen. So. Also Mikrofon ist euer Mikrofon, das ihr verwenden wollt. Ihr braucht nicht euer Hauptmikrofon zu verwenden, ihr könnt andere auch verwenden. Output Device ist euch überlassen, also die beiden Sachen sind euch überlassen. So auch wie Disable Realistic ATC Audio Effects. Wenn ihr das anmacht, habt ihr nicht mehr dieses rauschige Feeling, sage ich jetzt mal, von dem Client. Wollt ihr das drinnen lassen, könnt ihr einfach hier den Haken rausmachen und dann habt ihr diesen Sound. Dazu kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal den Tower Lotsen oder so nicht versteht, macht das raus, weil dann versteht ihr die Leute viel besser. Aber wenn ihr dieses Feeling haben wollt, dann lasst es drin. Disable HF Background Noise ist, dann wird halt euer Mikrofon nur runtergedrosselt, sodass Background Noises nicht entstehen können. Genau. Dann könnt ihr hier einmal schauen. Sobald ihr euer Mikrofon hier ausgewählt habt, könnt ihr hier einmal schauen, dass es ungefähr ein bisschen vielleicht kurz vor dem grünen Bereich ist oder im grünen Bereich ungefähr bis hier. Nie in den roten, weil sonst sprengt ihr die Ohren von den anderen. Ganz wichtig ist es, ein Push-to-Talk-Button anzufügen. Weil ihr wollt ja nicht, dass wenn ihr irgendwie, dass wenn eure Mama oder so reinkommt, dass die anderen Tower-Lotsen es hören, was ihr da untereinander redet. Deswegen, ihr könnt das, die ganzen Buttons auch auf Controller legen. Ich habe das jetzt zum Beispiel auf meinem Flugcontroller. Heißt, ich habe hinten so einen Knopf und dann wird es halt deaktiviert, mein Mikrofon. Model Matching, da könnt ihr nochmal googeln, dafür gibt es Tutorials. Das würde jetzt das Zeitfenster von dem Tutorial sprengen, wenn ich das alles noch erklären müsste. Performance, das ist jetzt ganz wichtig. Das erste, da wird angezeigt, bis wie weit ihr die Flugzeuge in dem WetSim-Client seht. Heißt, wenn ihr die jetzt auf 10 stellt, seht ihr nur alle Flugzeuge, die in 10 nautischen Meilen fliegen. Das kommt ganz drauf an, was euer PC schafft.
Grundsätzlich würde ich euch empfehlen 100, weil wenn ihr dann in der Anflugphase seid oder ihr seid kurz vorm Starten, müsst ihr natürlich auch sehen, wer jetzt halt angeflogen kommt und alles. Und das wäre etwas blöd, wenn ihr das nicht seht. Maximum Aircraft to this Display ist auf 999. Das wird halt so gemacht, dass 999 Flugzeuge euch angezeigt werden können, wenn ihr in der Nähe von diesen 100 nautischen Meilen seid. Alles darüber wird nicht mehr angezeigt. Aber ich glaube, so viel werdet ihr nie auf einem Fleck bekommen. Updates, das könnt ihr immer check for V-Pilot Updates on Channel. Das könnt ihr immer so lassen. Und den Rest könnt ihr selber noch Automatically Squawk Mode C on Takeoff. Das würde ich euch empfehlen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, für was es ist. Also wenn ihr den Squawk eingestellt habt, dann wird das Ganze auf Mode C angezeigt, umgeschaltet, wenn ihr startet. Mode C ist dafür da, dass andere Piloten sehen, auf welcher Flughöhe ihr sozusagen fliegt. Also wie gesagt, in diesem Video sind Angaben ohne Gewähr. Ich bin auch kein Profi, mir können auch Fehler unterlaufen. Also es ist nur ein Beispiel und ich versuche mein Bestes. Genau, dann habt ihr alles eingetragen, könnt auf Apply drücken und okay. Sollten hier Fehler auftreten, so, wenn ihr im Flight Simulator seid und ihr könnt euch nicht zu den Servern verbinden oder seht keinen, dann würde ich euch auf jeden Fall das Forum empfehlen, da wird immer weiter geholfen. Genau, dann würde ich sagen, starte ich den Microsoft Flight Simulator und wir sehen uns gleich wieder. So, und nun ist der Flight Sim gestartet. Und wir können loslegen. Also ihr lasst einfach alles so, wie es jetzt gerade ist. Könnt euch irgendwo hinsetzen. Ich würde euch tatsächlich den Fly-by-Wire A320 empfehlen. Den könnt ihr auf der Homepage, könnt ihr euch den Installer runterladen und dann den A320 Neo Fly-by-Wire. Das Ganze ist kostenlos, also keine Angst. Genau, und dann könnt ihr euch einmal zum Beispiel in meiner... Na gut, wir setzen uns jetzt mal an Frankfurt. Und dann können wir uns connecten und sehen uns gleich wieder. Super, genau. Nachdem ihr euch verbunden habt, jetzt leckt es ein bisschen, weil wir in Frankfurt sind. Ich muss mich nur mal ein bisschen umschauen, dann wird es nach einer Zeit. Genau, nachdem ihr dann bei eurem Startpunkt, also an dem Flughafen, wo ihr abfliegen wollt, seid, könnt ihr euch, habt ihr hier den V-Pilot Client, dann könnt ihr auf Flightplan gehen, könnt euch den Flightplan fallen, der kommt natürlich im nächsten Video, solltet ihr es so lange nicht abwarten können, sage ich mal, verlinke ich noch ein anderes Video unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch alle weiteren Links und auch zu meinem Discord, aber dazu erkläre ich gleich nochmal was. Genau, dann reicht ihr den hier ein, sozusagen. Also ihr könnt ihn eh noch nicht einreichen, nachdem ihr erst euch connected habt. Geht ihr hin und reicht ihn ein. Genau, dann seid ihr connected. Seht schon, dass hier sich gerade einer öffnet. Also, dass sich gerade die Center-Lotsen öffnen. Das dauert immer ein bisschen. In der Zeit könnt ihr schon mal euer Flugzeug soweit starten. Ich werde jetzt keinen Flug machen, aber das sind normale Handgriffe, die bei mir sich schon eingebürgert haben, sage ich jetzt mal. So. Dann könnt ihr hier alles anmachen, soweit. Und dann ist das Wichtigste das hier. Damit könnt ihr die Funkfrequenz einstellen. Wir können jetzt gerne mal kurz schauen. Wir haben einen Artist, da hören wir gleich mal rein. Und wir haben einen Tower-Lotsen. Das Ganze werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ich verbinde mich jetzt mal mit dem Artist. Achtung, es könnte etwas laut werden, also nicht wundern. Das wäre in dem Falle die 18025. Wir können das ganz einfach machen. Ich werde jetzt euch gleich erklären, was vorkommt und was ihr davon auch wirklich dann noch braucht. Kleiner Tipp, ihr werdet nicht alles brauchen. Dann gehen wir einmal hier hin und gehen auf Artist.
07 left 07 right and 18. Transition level 60. Wind 080 degrees 7 knots. Visibility 10 kilometers clouds. View at 3400. Verbinden wir uns mal darüber, damit wir hier alles in Ruhe lesen können. Also so hört sich die Artis an. Und wir können uns das Ganze jetzt mal anschauen. Hier drin steht derzeit Frankfurt Information Papa, also P, das NATO-Alphabet heißt das, soweit ich weiß. Und dann könnt ihr schauen, Runway 07 Right oder ILS Yankee Approach, Runway 07 Left. Und sowas, das könnt ihr alles rauslesen. QNH 1020, das werdet ihr dann hier einstellen müssen. Dann müsst ihr hier einmal bei dem noch umswitchen. 1020. Und genau. Nachdem ihr das gemacht habt, habt ihr soweit schon mal die grundlegenden Sachen. Hier seht ihr noch Daten, wie weit man sieht, wie stark der Wind ist. Und das Wichtigste ist Information Papa. Lest ihr euch raus. Dann passt es. Ich gehe nochmal auf Artis. Und dann muss ich kurz noch was machen und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir verbunden mit dem Tower. Hat etwas länger gedauert, war noch Essen. Jetzt hört ihr gleich mal einen Funkspruch zum Beispiel. Und damit ihr mal so ein Verständnis dafür kriegt, wie sich das Ganze anhört. Genau, ein bisschen laggt es noch, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Und wir sind auch mit dem Tower verbunden. Das könnt ihr hier sehen. Dass wir mit dem Tower verbunden sind. Das seht ihr hier oben auch. Und wenn jemand funkt, seht ihr RX an. Und wenn ich funken würde, dann seht ihr TX. Genau, dann warten wir noch einen Moment. Dann sehen wir uns gleich zum ersten Mal. Papa Uniform mit Zero 80 degrees vorne. Scan über 8 hier verdeckt. Gesäck auf 184 Papa Uniform. Luft in the fast single room, identified connect departure 1-0, decimal 1-5, goodbye. 1-0, decimal 1-5, Luft in the fast single room, cheese. Genau, das waren jetzt ein paar Funksprüche. Und wechsel mal wieder, dass mir jetzt keiner reinfunkt. Und so hören sich dann halt die Funksprüche an. Wie gesagt, im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie ihr funkt. Und könnt, wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann könnt ihr gerne mal bei mir unten in der Beschreibung auf meinen Discord gehen. Und dort erkläre ich noch weitere Sachen. Oder ihr könnt mich auch privat anschreiben. Dann kann ich euch helfen. Discord-Link also zu meinem Profil ist auch in der Bio. Und wenn ihr irgendwie Probleme habt oder noch ein bisschen Angst habt, kann ich euch auch natürlich helfen. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem weiteren Video. Haut rein und ciao.